Paul Taaff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, Ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV mit einem sehr spannenden Thema. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben sich die Perspektiven für die Verteidigungsindustrie extrem verbessert. Die Aktienkurse sind explodiert. Dabei ist es jetzt schon ein Jahr her, seit Bundeskanzler Scholz im Bundestag die Zeitenwende ausgerufen hat mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Und man hat das Gefühl, es kommt nicht wirklich an in der Industrie. Trotzdem ist die Gemengelage positiv, auch für den Defense-Elektronik-Hersteller Hensoldt. Was die Zeitenwende für dieses Unternehmen bedeutet und was dann auch an To-Dos auf das Unternehmen zukommt, das bespreche ich hier mit CFO Christian Ladurner. Herzlich willkommen bei Finance TV. Hallo Hölzstück, freut mich. Ihre Aktien haben sich verdreifacht seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, viel Vorschusslorbeeren am Kapitalmarkt. Hat die Zeitenwende wirklich einen derart positiven Einfluss auf Ihre Geschäftsperspektiven? Zunächst glaube ich, muss man sagen, dass wir ja die letzten 3-4 Jahre auch sehr stark gewachsen sind. Das hat mit dem Thema zu tun, dass einfach die Systeme immer intelligenter werden, dass der Anteil Sensorik, Elektronik massiv angestiegen ist und wir diesen Trend auch weiter sehen werden. Ja. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass die 100 Milliarden das Programm unserem Geschäft Rückenwind geben werden. Wir gehen davon aus, dass es ein sehr nachhaltiges Wachstum werden wird über einen relativ langen Zeitraum. Wann wird dieser Wumms denn signifikant in Ihren Auftragsbüchern ankommen? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir im Halbjahr, zum Halbjahr 2023, die ersten Aufträge sehen werden und dass dann sukzessive über die nächsten 1-2 Jahre Aufträge kommen. Dazu muss man natürlich verstehen, wir sind ja ein Lieferant für die OEMs. Das heißt, sobald der OEM den Auftrag hat, gibt es noch eine sogenannte Flowdown-Phase, bis der Auftrag dann bei uns ankommt. Das führt dann nochmal zu einer Verzögerung, aber wir sind in diesem Setup sehr gut aufgestellt und fühlen uns da gut wohl. Welche Produkte und Systeme, welche Geschäftsbereiche von Hensoldt werden denn am stärksten von der Zeitenwende profitieren? Ja. Wir sehen kurzfristig sehr starken Bedarf beim Radar. Ja, Sie haben ja gesehen oder gelesen, dass wir das TRML-4D exportieren in die Ukraine zum Schutz der Bevölkerung, Luftabwehrsystem. Und wir werden kurzfristig Dynamik sehen im Optronics-Bereich. Und da sehen wir auch bei den gepanzerten Plattformen Nachfrage. Was sind das für Systeme? Optronics, Zielortungssysteme? Wir sind zum Beispiel auf dem Leopard, auf dem Periskop für den Kommandanten, auch das Sichtsystem für den Richtschützen. Und auch für den Fahrer, ein Sichtsystem für den Fahrer. Da rüsten wir das System aus. Wenn sprunghaft steigende Nachfrage auf einen unvorbereiteten Markt trifft, dann bedeutet das in der Regel ja immer deutlich höhere Margen für die Anbieter, die lieferfähig sind in so einer Situation. Trifft das auch auf Hensoldt in Bezug auf das Sondervermögen der Bundeswehr zu oder müssen sie erst noch lieferfähig werden? Wir haben ja schon die letzten Jahre eine sehr hohe Marge ausgewiesen, sie ist Benchmark. Wir haben dem Kapitalmarkt geguidet, dass wir auf diesem hohen Level bleiben werden. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir auch Vorinvestitionen tätigen müssen, um dann auch lieferfähig zu werden und zu bleiben. Ja. Und auf der anderen Seite hat es natürlich zu tun, dass unsere Losgrößen relativ überschaubar sind. Das heißt, das Thema Economies of Scale ist gerade in unserem Unternehmen relativ beschränkt. Inwieweit wird sich dieser Rückenwind denn verändern, wenn das 100 Milliarden Euro Sondervermögen erstmal verbraucht ist und ob dann wieder Beschaffung aus dem normalen Wehretat geleistet werden müssen? Wir gehen natürlich davon aus, dass der normale Wehretat in der Bundesrepublik Deutschland auch noch signifikant steigen wird über die nächsten Jahre. Es gibt ja da die ersten politischen Diskussionen dazu. Wir sehen natürlich auch in anderen europäischen Staaten, dass die Wehretats jetzt erhöht werden. Und das wird uns nachhaltig Rückenwind geben. Welche Investitionen, Vorleistungen müssen Sie denn als Unternehmen tätigen, um dafür vorbereitet zu sein? Wir bereiten uns sowohl an den Standorten auf eine Industrialisierung vor, aber auch was das Thema Know-how angeht. Wir haben bereits signifikante Investitionen in den letzten Jahren getan, indem wir massive Ingenieure eingestellt haben. Und jetzt bereiten wir uns gerade in den Insights vor. Gibt es so eine Art J-Curve dann, dass diese Vorleistungen erstmal auf Ihre Marge drücken oder den Cashflow belasten? Das sehen wir derzeit in sehr überschaubarem Umfang. Ja, das können wir durch Effizienzgewinne sehr gut ausgleichen. Das heißt, das wird man in unseren Zahlen, in unserem Cash-Profil und unserem Margenprofil nicht sehen. Klassische CFO-Frage. Wenn ein starker Wachstumssprung bevorsteht, wie sieht es auf der Finanzierungsseite aus? Wie wird es Ihre Verschuldung verändern oder brauchen Sie vielleicht sogar neues Eigenkapital, um das stemmen zu können?
Wir haben ja die letzten Jahre unsere Verschuldung konsequent und nachhaltig abgebaut. Wir werden für dieses Jahr Leverage unter 1 haben, das heißt sehr solide finanziert. Wir werden auch das Wachstum, was sich organisch ergibt, aus unserer eigenen Liquidität finanzieren können. Wenn wir dann eins weiterdenken hinsichtlich M&A, muss man natürlich anders drüber nachdenken. Aber durch den Aufbau jetzt der Produktion sind jetzt zum Beispiel keine negativen Free Cashflows zu erwarten, weil Sie hohe CapEx haben oder ähnliches? Nein. Okay. Zum Schluss noch eine nicht ökonomische Frage. Sie waren über 12 Jahre selbst bei der Bundeswehr als Offizier, die Hälfte davon bei der Panzertruppe. Wie schätzen Sie denn die momentane Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr ein? Die Bundeswehr ist verteidigungsfähig. Sie muss jetzt nachhaltig gestärkt werden, ja, um auch durchhaltefähig zu werden, um auch in solchen Situationen, die wir jetzt erleben, wenn Material abgesteuert wird in andere Länder, weiterhin einsatzfähig zu sein. Aber insgesamt sehe ich sehr optimistisch auf die Bundeswehr. Also Sie sind nicht so schwarzseherisch wie manche, die sagen, es ist dysfunktional, nicht verteidigungsfähig und sowas. Das sehe ich natürlich ganz anders, vor allem weil ich auch die Strukturen und die Soldaten, die in der Bundeswehr dienen, sehr gut kenne. Insofern habe ich da ein hohes Vertrauen in die Armee. Dann kommen wir zum Schluss noch zu den drei schnellen Fragen von Finance TV, die ich bitte ganz kurz zu beantworten. Maximal mit einem Satz, manchmal reicht ein Wort. Die erste Frage, Sie prognostizieren für 2023 trotz steigender Umsätze einen Rückgang der EBITDA-Marge von 20% auf 19%. Kurz und knapp, woran liegt das? Vor Investitionen für Serienfertigung. Die zweite Frage, sind Sie auch negativ überrascht, dass die Auftragsvergabe aus dem Sondervermögen so langsam angelaufen ist? Nein. Und die letzte Frage, wie viele Jahre wird es dauern, bis die Bundeswehr in den Bereichen, in denen Hensoldt sich auskennt, auf einem guten Ausrüstungsniveau angekommen sein wird? 5 bis 10 Jahre. Viel zu tun, aber auch viele goldene Jahre, die möglicherweise den Anbietern bevorstehen. Danke, dass Sie uns einmal mitgenommen haben, Christian Ladurner, wo Hensoldt in dieser Phase steht. Das war's bei Finance TV. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann gibt es eine neue Ausgabe mit ebenfalls spannenden Themen. Bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut.